Kopf an Kopf, so ist die aktuelle Lage bei der Parlamentswahl in Israel. Sowohl die konservative Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu als auch das Bündnis Blau-Weiß seines Herausforderers Benny Gantz erreichen um die 32 Sitze. Die notwendige Mehrheit von 61 Sitzen im Parlament hat aktuell keines der beiden Lager. Netanyahu strebt eine fünfte Amtszeit an. Erneut will er dafür mit rechtsreligiösen Parteien koalieren. Die aktuelle Pattsituation ficht ihn nicht an. Er gibt sich siegessicher vor Anhängern in Tel Aviv, sagte er. In den kommenden Tagen werden wir Beratungen führen über eine starke zionistische Regierung, um eine gefährliche antizionistische Regierung zu verhindern. Das zielt auf das Mittebündnis des Ex-Generals Benny Gantz. Der sagte, er wolle Gespräche über die Bildung einer breiten Einheitsregierung aufnehmen. Allerdings hat er ausgeschlossen, mit Netanyahu zusammenzuarbeiten. Grund sind unter anderem die Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Netanyahu scheint bei seiner Mission keinen Erfolg gehabt zu haben. Wir auf der anderen Seite haben bewiesen, dass das erst vor 6 Monaten gegründete blau-weiße Projekt ein Riesenerfolg ist und hier ist, um zu bleiben. Unter anderem will Gantz mit Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, dem Chef der Partei Israel Beitenu, sprechen. Offenbar wird eine Regierung der nationalen Einheit angepeilt. Lieberman könnte damit das Zünglein an der Waage werden. Wir haben nur eine Option, eine breite nationalliberale Regierung, in der Israel Beitenu, der Likud und Blau-Weiß vereint sind. Mit Netanyahus ultraorthodoxen Partnern will Lieberman allerdings keine gemeinsame Sache machen. Durch das Unentschieden rückt derweil nun Präsident Reuven Rivlin in den Vordergrund. Denn jetzt muss er entscheiden, wen er mit dem Versuch einer Regierungsbildung beauftragt.